bekommen. Ich habe. Oh ja, du hast den Revenge-Ike zu spielen. Ich habe ziemlich gut gespielt, ich hatte Leads und alles. Ich habe das zweite Game habe ich fast gewonnen. Und dann, keine Ahnung, spiked er mich bei 30%. Und ja, man merkt auf jeden Fall erst Leads. Ja, das ist immer der, ja, so ein bisschen mehr aggressiv, ein bisschen mehr nach vorne einfach, dieser SDN, wenn er im Losers ist. Ja. Okay, mal gucken. Ja, haut doch direkt schon rein. Ja. 70% kaum Antwort. Die Upbeat, er hat so viel Upbeat gedrückt gegen mich auch. Ja, das macht er vor allem in Doubles ziemlich häufig, aber bietet sich halt öfter mal auch an, ne? Ist dann halt, macht insane Damage. Kannst dann auch halt manchmal die super Arme. Oh! Ah, okay. Ja, aber stimmt. Dabei ist er eigentlich noch ganz gut weggekommen. Also hätte Flora sich vorher positionen können, dann wäre es halt ein F-Smash oder sowas gewesen. Ja, true. Okay. Oh, der Downbeat einfach, okay. Ja. Ich hätte da locker nach dem Gordo geguckt. Ja, vielleicht ein bisschen kurz, aber ich glaube, sie will so ein bisschen das machen, was Typ da immer macht, falls du ihn kennst. Welcher Typ da? Der Typ, ja, das ist so ein, der spielt online bei den Online-Turnieren bei True4. Mhm. Und der macht halt immer Downbeat die ganze Zeit nur an der Ledge. Und der catcht jeden damit. Auch gute Spieler teilweise. Okay. Also halt online, ne? Deswegen ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, aber Timing, ne? Ja, genau. Readet halt einfach die Timings. Kannst, wenn du es richtig machst, kannst du alles covern. Aber er hat halt gutes Timing und teilweise readet er halt auch, weil du kannst es nicht immer, kannst da nicht immer reagieren. Ja, Vorteil ist leicht. Alright. Ja, okay, da kommt auf die Decke durch. Ist auf der Kill. Ich wollte gerade sagen, sie tut sich ein bisschen schwer mit dem Kill, aber dann kriegst du sie sofort. Aber das könnte gefährlich werden. Über die Beschreibung, also dass da Top 8 steht, da steht irgendwie, glaube ich, noch Doubles oder Pools oder so. Nee, ich denke immer, da steht ja nicht Top 8. Nee, ich meine jetzt den Titel. Den Titel. Ah, ja, okay. Genau, perfekt. So, jetzt steht da auch Top 8. Genau da sind wir nämlich gerade. Best of 5 Losers Quarterfinals. Es geht um den 5. Platz. Ja. Ich bin wirklich gespannt, ob heute jemand SDN auf dem Losers Path aufhalten kann. Ich glaube, bei Skeety war es schon extrem knapp. Ja. Ich glaube, es war 2-1. Ich weiß nicht, wie knapp. Die Games waren auch knapp, habe ich alle gehört. Also kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Das letzte auf jeden Fall. Das eine hat er ja gewonnen. Ja. Bei mich hat Skeety auch auseinandergenommen, da bin ich ehrlich. Ich habe gegen seinen Marv gewonnen, aber der Snake war wirklich. Also ich glaube, ich habe gegen keinen Spieler heute so sehr verloren wie gegen den. Also Skeety ist aber auch sehr, sehr insane an dem Snake. Ne? Was war dieser Taunt? Das ist halt. Und er ist noch nicht mal irgendwie eingespielt oder sowas. Es ist einfach nur die Brawl-Erfahrung plus er hatte so eine Phase in der Corona-Phase, hat er also an Ami-Turnieren teilgenommen, online. Ah. Und da ist Schönen er halt, Wort, ja. Bread and Butter ist so gefestigt worden bei ihm, also das, da ist er wirklich insane geworden. Ja. Da hat er dann irgendwann auch mal ein NEZ gewonnen und das gleiche hat er dann mit Marth auch nochmal gemacht hier. Hat dann irgendwie mit Marth Niceface besiegt, auch noch als er Link gespielt hat. Ja. Das war halt crazy. Ja, dann spielt er halt random gegen, Scavenia, verliert und ich werde Zweiter im Pool, so komplett unverdient einfach. Das, nimmt mal mit. Ja, auf jeden Fall. Jetzt musste er leider los. Deswegen, also ich glaube, deswegen hat er auch teilweise so random gepickt oder hin und wieder mehr Weil er wusste, dass er früher los muss. Genau, deswegen. Ja, gut. Hat er nicht voll getryhardet. Aber er ist sowieso nicht so am Tryharden. Nö, den Eindruck habe ich auf jeden Fall nicht. Aber ist natürlich trotzdem ein Spieler, der ehrgeizig ist. Ja? Ja, ja. Er ist schon ein ehrgeiziger Dude auch. Also man hat ja gemerkt, auch gegen SDN, eigentlich hat er gar keine Lust, gegen SDN zu spielen, weil es ist immer schwer. Und zu faul einfach, oder? Das ist anzustrengend. Ja, es ist halt. SDN spielt halt so grundsolide, ne? Und man muss so konzentriert spielen und alles mögliche und so patient einfach. Ja. Und da hat er eigentlich keine Lust drauf, aber im Endeffekt ist 2-1 geworden, knappe Sache. Ja. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich voll spaßig gegen ihn, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an Matchup. Das ist einfach extrem gut für Roy. Also macht den schon echt kaputt. Auch kann sogar Edgeguarden so. Okay. Ja, Ike Edgeguarden teilweise leicht, teilweise schwer. Oh, guck mal hier. Zeigt Larius, sehe ich gerade. Ja, Larius leider schon draußen. Der ist leider schon raus. Ja, der ist halt. Der hat aber voll mit dem Tag für dich gespielt, ne? Kannst du den Bot einmal gucken. Oh, lol, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja schon ein bisschen her. Ah, ach so, ja, gut.
Oh, ups. Ja, aber richtig spannend, was Larius und Momo und du und Lifted Sky waren so die vier überraschenden Faktoren bei LIZ. Außer natürlich, oh mein Gott! Ja, der futzt oh, einfach. Ist ein bisschen schlechtes Timing. Ist jetzt gerade der erste Stock erst gewesen. Aber hey, vielleicht noch zwei von denen. Vielleicht ja. Ist das ja die Lösung gegen SDN, Footstool. Einfach Footstool, ja. Einfach. Ja. Footstool einfach SDN. War Larius on Stream. Ja, war auch on Stream, ja, gegen mich. Stimmt, ihr beide. Qualifier. Ja, ich weiß nicht, ob im Pool einmal war. Kann sein, aber das Set habe ich nicht mitbekommen, aber hätte ich gerne gesehen. Das werde ich mir noch angucken, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch absoluter Believer. Also ich finde, ja, Larius spielt extrem gut. Ja. Ich habe online einmal mit ihm gespielt, da hat er mich gemacht. Offline ist halt immer, wenn man die ersten paar Male offline ist, dann spielt man, dann sind die Timings noch ein bisschen komisch. Ist man noch nicht comfortable. Aber ich glaube, der wird noch richtig krass. Ich glaube, der wird so ein Fuego Illy-mäßig, wenn der regelmäßig kommt. Ja. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er. Jetzt hat er die Top 12 durchbrochen. Ich kann mir vorstellen, dass er nächstes Mal Top 8 kommt. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Fände ich auch cool. Bayou ist cooler Charakter. Ja, da machst du nichts. Das ist halt SDN im Users Path, ne? Mhm. Ja, aber ein Game ist noch drin. Ein Game ist noch drin. Ja, klar. Vorbei ist auch auf jeden Fall nicht. Aber es ist extrem schwer. Wird mich trotz allem überraschen. Warum spielen wir eigentlich so viel auf Hollow Bastion? Oh, diesmal spielen wir nicht auf Hollow Bastion. Hä, was machen wir denn jetzt? Weiß nicht. Vielleicht Controller disconnecten oder so? Vielleicht Drift fixen? Ich weiß nicht. Kann gut sein. Oh. Dami fragt, ob ich nächstes Mal wieder kommentiere. Ja, ich weiß nicht. Weil ich weiß halt nicht, ob ich nächstes Mal da bin. Wenn ich da bin, kann ich ab und zu mal kommentieren. Aber ich will halt auch spielen. So, ne? Ja, und das ist immer so das Ding, ne? Das Problem ist halt gerade in dem Pools-Format, du hast halt eigentlich keine Zeit. Also während dem Pools zumindest hast du keine Zeit zu kommentieren. Was wurde gesagt? Gesundheit wurde gesagt, ach so. Weil ich niesen musste. Habe ich nicht gehört, Kopfhörer waren zu laut. Ja. Ich habe auch zum Glück nicht in die... Oh, jetzt machen wir hier komplett alle einmal entfernen. Scheint, nerven die ganz schön. Ach, vielleicht ist es so Delay-mäßig. Vielleicht hatten die Delay wegen den vielen Signalen, weißt du? Ist das so? Kann das... Das kann passieren, glaube ich. Oder es war einfach das eine... Das finde ich interessant, das wusste ich noch nicht. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Gut. Habt ihr auch alle schön Bojenboni gesammelt? Die heißen so, oder? Bojenboni. Ah, das sind die Kanalpunkte da? Bojenboni, ja. Was kann man da machen mit den Punkten? Was kann man damit machen? Also eine Nachricht hervorheben, zufälliges Abo-Emote. Mhm. Nachricht für Abo-Modus senden, aber den gibt es eigentlich nicht wirklich. Emote freischalten. Und manchmal gibt es halt Kanalwetten, ne? Also wir können gerne das. Kann man Player-Bets machen? Geht das schnell? Ja, von hier aus nicht, ne? Ja, das. Aber vielleicht mal anders. Aber das ist immer Hype. Wetten sind echt immer Hype. Jetzt kommt die Kanalwette und dann alles, die ganzen Punkte auf Flora. Und dann einfach richtig, ja. Ich smash einfach gegen den Gordo. Respektiere ich. Ah, guck mal hier. Nachricht hervorgehoben. Okay, Game Nummer 3. Mal schauen, wie das hier... Oh! Das hier aussieht. Wir haben jetzt hier schon mal den anderen DDD-Skin. The green one. Und die Disconnected Controller. Das heißt, es ist ein total neues Set. Alles offen jetzt wieder. Guck mal, hier steht, kann SDN das Game für sich entscheiden? Ich mache... Nee. Ich mache... 100. Oh, hab voll weh gehabt. Lager hat schon begonnen. Ich war der Einzige, der jetzt auf Flora gewettet hat. Heißt, wenn... Das Game, ne? Wenn sie dieses Game gewinnt, kriege ich ganz viele Punkte. Ja. Also, lass mal SDN einmal kurz sagen, dass du Flowen sagst. Ja, genau. Einmal sicher gehen. Macht TO-Power so. Ah! Ist geblinzelt, das ist nicht erlaubt. Technically hast du das Game jetzt verloren. Okay, aber vielleicht schafft Flora das ja auch einfach so. Ah, Hardcore. Ja, also SDN. Die Gordo einfach durch, ja. SDN ist gerade gut on point. Oh mein Gott. Okay. Ja, das kann man natürlich auch machen, wenn man. Habe ich noch nicht häufig gesehen, aber der Move ist extrem stark. Also der killt
auch Heavys bei so 100%. Also. Der Sieger aus diesem Set muss gegen Justin oder Dafung. Mhm. Haben wir eben gesehen, dass Dafung ein Game gewonnen hat mit 200%. War Justin, tut mir extrem leid, Mann. Ich bin ehrlich, der hat gegen Splash Match vorhin verloren, letztes Mal hat er halt gegen den gewonnen. Und jetzt gegen Dafung, der hat ja schon mal richtig hart gechoked, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da hat er irgendwie bei 50 wurde er gejablockt und forward smashed. Ja, doch. Er auch einen riesigen Lead hatte. Ja, gegen, jetzt, gegen SDN, ne? Nee, gegen, gegen Dafung. Und jetzt hat er auch wieder gegen Dafung, hat den auf 200% gehabt. Und dann wurde hat er diese Neutral B gemacht, die so halt ziemlich viel killt, bei 80% oder so. Diese Brrrr. Ja, genau, ja. Diese Punches. Und Fox killt es halt einfach extrem früh. Okay, puh. Ah, okay, okay. Ja, das kann man machen. Oh, wäre funny gewesen, wenn es funktioniert. Ja. Boah, ich dachte, wir sind ein Downer. Ist das? Mhm. Ja, das ist. Okay, ah, ja, das 3-0. Ist 3-0. Nein, meine Kanalpunkte. Nein. Nein. Bist du nicht irgendwie Admin oder Mod oder so? Kannst du da nicht einfach welche zurückgeben? So cheaten ein bisschen? Nee. Das wird es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig